schon mal. Jetzt sind wir ganz überrascht und Sie vielleicht auch, dass Sie noch einen Preis gewonnen haben. Ja, ich finde das schön, ich finde das Wahnsinn. Vor allen Dingen, es ist ja der erste Handwerkspreis, um das mal so zu sagen. Ich hab mir ja Musik quasi selber so beigebracht, hatte 2 Jahre Orgelunterricht und mir den Rest dann so selber so beigebracht. Und wenn du dann so siehst heute, wenn du dann so studierte Musiker hast, die ausgezeichnet werden, Menschen, die das richtig gelernt haben, die Jahre dafür studiert haben, diesen Preis bekommen und ich krieg den dann so als Nicht-Gelehrter. Das ist schon eine Riesenehre, eine tolle Anerkennung und da freue ich mich riesig drüber. Aber es ist liebe ja auch Grüße an meinen Orgellehrer von vor was weiß ich wie vielen Jahren. Ne? Vielleicht sieht er das ja und also Dankeschön. Ne? Der hat mir quasi Noten beigebracht, 2 Jahre lang. Ja. Wussten Sie, dass Ihr Preis Töne machen kann? Ja, ich war letztes Jahr zum ersten Mal auf dieser Veranstaltung und da habe ich gehört, dass das Ding klingt. Ja, das fand ich eine coole Idee für einen Notenschlüssel, der klingt. Wir haben